Tagesordnungspunkt 3. Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 19/9596. Landesregierung muss Breitbandförderfonds für flächendeckendes schnelles Internet in allen Kommunen auflegen. Und in Verbindung damit beraten wir auch den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/9591. Ohne Glasfaserstrategie verhindert die Landesregierung den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft. Die Aussprache ist eröffnet und als Erster hat das Wort für die FDP-Fraktion Herr Kollege Bombis. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren. Der Ausbau flächendeckender Hochgeschwindigkeitsnetze ist prioritär für Deutschlands Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Das hat zuletzt noch einmal betont der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Dazu passt thematisch, dass im Mai der EU-Digitalkommissar den Entwurf einer Strategie für den digitalen Binnenmarkt vorgestellt hat, der sich aktuell im Trilogverfahren befindet. Diese beiden Punkte hängen eng miteinander zusammen. In der Tat, die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Europa von der digitalen Entwicklung im Vergleich insbesondere zu den USA, aber auch zu anderen Weltregionen nicht weiter abgekoppelt wird. Das Fundament für einen digitalen Binnenmarkt sind flächendeckende Breitbandzugänge für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Betriebe. Ein Binnenmarkt kann nicht funktionieren, wenn Teile Europas auf Autobahnen unterwegs sind und andere Teile auf Schotterpisten. Und leider ist es so, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen noch viel zu oft auf Schotterpisten unterwegs sind, gerade im ländlichen Raum. Die von der NRW-Bank in Auftrag gegebene MIKUS-Studie, haben Sie schon verschiedentlich hier zitiert, weist aus, dass in 393 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen noch kein ausreichender Zugang zum Hochgeschwindigkeitsnetz existiert. 393 von 396. Hier besteht noch großer Handlungsbedarf und, meine Damen und Herren, die Landesregierung bleibt nach wie vor leider beim Thema Breitband sehr zaghaft. Wir erinnern uns nur kurz daran, auch das haben wir verschiedentlich besprochen, dass bei der Frage der EFRE-Mittel die Landesregierung es versäumt hat, hier eine Prioritätsachse Breitband ins operationelle Programm aufzunehmen. Wir erinnern uns daran, dass zum Schluss wenigstens noch geringe Fördermittel aus anderen EFRE-Bereichen für bestehende Gewerbegebiete erschlossen worden sind, dass der Versuch gemacht worden ist, hier noch Zugänge zu finden, aber dieser Punkt missachtet, dass unsere existierenden mittelständischen Betriebe, die Hidden Champions, die andere mittelständischen Strukturen häufig in gewachsenen Regionen da sind, die auch nicht ohne weiteres in andere Gewerbegebiete umziehen können. Und deswegen laufen wir Gefahr, hier bei dieser Entwicklung zu Industrie 4.0, zu Handwerk 4.0, zu Wirtschaft 4.0 abgehängt zu werden, genauso wie viele Bürgerinnen und Bürger Gefahr laufen, für die gesellschaftliche Teilhabe der Zukunft abgehängt zu werden. Die Digitalisierung, das ist laut Wortmeldungen auch von der Landesregierung immer wieder betont, ist das Megathema unserer Zeit. Der Ausbau der digitalen Infrastrukturen ist das Megathema dieser Zeit. Und da mutet es schon etwas erstaunlich an, dass gerade eben vorgestellt worden ist, ein Ökosubventionsprogramm dieser Landesregierung in Höhe von 800 Millionen Euro, das aber auf der anderen Seite die Landesregierung sich nicht in der Lage gesehen hat, die von CDU, den Piraten und der FDP vorgeschlagenen 10% der EFRE-Mittel wenigstens für die Förderung des flächendeckenden Breitbandausbaus zur Verfügung zu stellen. Hier werden Prioritäten unverhältnismäßig gesetzt, meine Damen und Herren. Dass wir jetzt aufgrund der verfügbar gewordenen Mittel aus der Frequenzversteigerung die Möglichkeit haben, hier wenigstens noch eine Perspektive aufzumachen, ist ein Glücksfall für diese Landesregierung. Wir haben 133 Millionen als NRW-Anteil für diese Frequenz aus dieser Frequenzversteigerung zur Verfügung. Bund und Länder haben sich geeinigt, dass auch der Bund einen Teil der Erlöse noch zum Breitbandausbau zur Verfügung stellt. Das muss sicherlich auch so sein, nochmal mindestens in der gleichen Größenordnung. Damit aber nicht hier genauso fahrlässig mit diesen Mitteln umgegangen wird, wie zum Beispiel im Bereich des Straßenbaus,
sagen wir auch ganz klar, dass drittens ein wesentlicher Teil der EFRE-Mittel aus der Prioritätsachse 4 nutzbar gemacht werden muss, denn eine nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung, das wird keiner abstreiten, ist vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Teilhabe natürlich auch unmittelbar in Verbindung zu sehen mit einem flächendeckenden Breitbandausbau. Hier muss die Landesregierung tätig werden. Und wir schlagen als FDP vor, einen Fonds aufzusetzen, der diese Mittel bündelt, der die Möglichkeit gibt, den Kommunen da, wo es nötig ist, Unterstützung zuteilwerden zu lassen, dort, wo es der Markt nicht regeln kann, sicherzustellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, dass alle Unternehmen in den Genuss dieses flächendeckenden Breitbands kommen. Das wäre mal ein wichtiger Schritt für ein Engagement der Landesregierung bei Breitbandausbau und Digitalisierung, einen Fonds in einem Umfang von 500 Millionen Euro aufzustellen. Wenn man berücksichtigt, dass die Telekom laut eigenen Studien feststellt, dass 400 Millionen Euro aus Hessen zur Verfügung gestellt werden, dass 600 Millionen Euro aus Niedersachsen zur Verfügung gestellt werden, dass 1,5 Milliarden sogar aus Bayern zur Verfügung gestellt werden für den flächendeckenden Breitbandausbau nach Berechnungen der Telekom. Ich beziehe mich auf einen FAZ-Artikel vom 27. August. Es mag Sie stören, ich beziehe mich auf einen FAZ-Artikel vom 27. August. Dann sollte es einem so großen Land wie Nordrhein-Westfalen möglich sein, einen solchen Breitbandfonds in Höhe von 500 Millionen aufzulegen, um sicherzustellen, dass die Mittel hier nicht zweckentfremdet werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie unserer Initiative hier folgen können. Wir müssen die Kräfte bündeln, um hier endlich voranzukommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bombis. Und nun spricht für die Piratenfraktion zu dem Antrag, der mit eingebracht wurde, Herr Marsching. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Wir hören in der Debatte permanent das Argument von der Technologieneutralität. Technologieneutral müsse Förderung sein, heißt es. Zum Beispiel letzte Woche hier bei uns im Landtag im Wirtschaftsausschuss. Ich sage Ihnen was über Technologieneutralität. Wenn Sie dem Landwirt das Futter für die Ochsen subventionieren, die der für den Pflug spannt, dann ist das technologieneutral. Auch sein Ochsengespann erfüllt am Ende die vorgesehene Aufgabe und damit kann man das Feld umpflügen. Aber ich frage Sie, ist das sinnvoll? Sollte es nicht eher bei so einer Förderung jetzt hier im Beispiel um Traktoren gehen? Das wäre zeitgemäß, Herr Hovenjürgen. Förderung sollte nicht technologieneutral sein, sie sollte technologiepositiv sein. Denn es geht nicht darum, etwas zu fördern, was das Ziel gerade so erreicht, sondern es geht um die nachhaltige Erfüllung eines Auftrags, um eine Zukunftsvision. Das stellt aber das Koaxialkupferkabel nun mal nicht dar. Das ist eine Technologie aus den 90er Jahren. Uns steht der Sprung in die Gigabit-Gesellschaft bevor. Der Bedarf an Bandbreite, der wächst exponentiell. Derzeit kann man etwa alle 12 Monate eine Verdopplung des Bedarfs beobachten. Das ist eine Exponentialfunktion, die wächst und wächst dramatisch. Ja, schön, dass Sie auch rechnen können. Im ersten Jahr gibt es eine Verdopplung, im zweiten eine Vervierfachung, dann 8, 16, 32, 64, 128. Wie geht es weiter? 256, sehr gut. Und so weiter und so weiter. Eine ähnliche Wachstumskurve gibt es zum Beispiel bei Prozessorleistungen, das sogenannte Moore'sche Gesetz. Das besagt, dass sich diese Leistung etwa alle 18 Monate verdoppelt. Diese Beobachtung kann man seit 40 Jahren machen. Gehen Sie also besser nicht davon aus, dass dieses dramatische Wachstum bei den Bandbreiten ebenfalls nicht anhält. Denn an den Gesetzmäßigkeiten von Exponentialfunktionen führt nun mal kein Weg dran vorbei. Was also stellt ein Ausbauziel von 50 Megabit pro Sekunde dar? Gehen wir von einem Ausbaustand von 4 Megabit pro Sekunde aus. Was bedeutet dieses Ziel? 4, 8, 16, 264. Nach 4 Jahren reicht es also absehbar
nicht mehr aus. Was macht es also für einen Sinn, die Fördermittel der nächsten Jahre in eine Technologie zu stecken, die das Förderende nicht mal überlebt, zum Beispiel in VDSL Vectoring? Dann stehen wir 2020 wieder genau da, wo wir jetzt sind. Und so leid mir das tut, nur Glasfaser ist diejenige Technologie, die diese Zukunftsvision derzeit erfüllt. Und wenn wir eine bessere finden, dann müssen wir diese fördern. So lange brauchen wir eine Glasfaserstrategie, die zum Ziel hat, Glasfaser bis in jedes Haus, bis in jedes Unternehmen zu legen. In Deutschland ist Schleswig-Holstein, ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, in der Haushaltsrede mit einer Anschlussquote von 23% Glasfaservorbild. Wir in NRW haben aktuell 7% und für Einzellagen bieten sich Funklösungen an. Vectoring, das ist das Ausquetschen des letzten Bits aus einem Kupferkabel, das ist nur eine Brückentechnologie und das kann der Markt leisten. Und es macht keinen Sinn, dass wir das Geld den Monopolisten, der Telekom, hinterherwerfen, damit diese sich dann herablassen, gnädigerweise die Infrastruktur auszubauen. Wenn öffentliche Mittel in diesen Summen in die Hand genommen werden, dann gehört das Ergebnis, dann gehört das damit geschaffene Netz, die damit geschaffenen langfristigen Infrastrukturwerte auch in Bürgerhand. Daher bevorzugen wir entsprechende Betreibermodelle. Am besten durch Open Access Modelle, die sich langfristig selbst refinanzieren. An weitaus besseren Lösungen als im hier bislang diskutierten mangelt es also nicht. Sie sind technisch ausgereift und es gibt genügend überzeugende Referenzmodelle. Sie sind finanzierbar, sie sind fürs Gemeinwesen weitaus vorteilhafter als all das, was hier so vorgeschlagen wurde. Bei Politik, da geht es um Visionen und nicht nur um Verwaltung des Status quo. Technologie kann unser Leben zum Besseren wenden, wenn man sie gestaltet und nicht nur reagiert. Die Realpolitik aber verweigert sich und angesichts der vorgebrachten Kritik steckt man den Kopf in den Sand. Noch ist es nicht zu spät. Lassen Sie sich von den besseren Argumenten leiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Marsching. Für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Kollege Vogt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Bombis, Herr Marsching, vieles von dem, was Sie vorgetragen haben, haben wir jetzt mehrfach hier gehört. Meistens waren es Anträge tröpfchenweise der CDU. Sie haben jetzt versucht, etwas abzuwandeln. Der eine spricht von Schotterpisten, der andere nimmt Ochsen als Beispiele, um etwas Aufmerksamkeit für Ihre Anträge zu generieren. Aber insgesamt geht es natürlich darum, der Landesregierung immer wieder vorzuwerfen, dass sie im Bereich Breitbandausbau, im Bereich Digitalisierung zu wenig macht. Sie geben mir natürlich gerne damit die Gelegenheit, dass wir noch mal darauf hinweisen, was alles getan wird. Und Herr Bombis, bei Ihren Beispielen zwischen den einzelnen Bundesländern, die CDU verzichtet ja mittlerweile auf diesen Vergleich zwischen Nordrhein-Westfalen und den anderen Bundesländern, haben Sie natürlich wieder mit Zahlen operiert, die nur ausschnittsweise sind. Wir haben, wenn wir die einzelnen Bundesländer vergleichen und uns die Flächenländer ansehen, die Situation, dass Nordrhein-Westfalen mit 64% 50 Mbit Ausbau immer noch das bestausgebauteste Flächenland in Deutschland ist. Das mag Sie stören, ist aber so. Und darum, wenn Sie vergleichen zwischen den einzelnen Bundesländern anstellen, dann machen Sie es richtig und sagen, dass Nordrhein-Westfalen im Breitbandausbau Land Nummer eins ist und die beste Quote bei der Breitbandversorgung hat. Wir haben natürlich gemeinsam die Aufgabe, weiterzukommen. Aber wir müssen natürlich auch die Zahlen so zitieren, wie sie wirklich sind. Und wenn wir uns das insgesamt ansehen, dann haben wir drei große Bereiche. Einmal die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure, einmal den Bereich Technik, der von den Piraten gerade angesprochen wurde, und den Bereich Finanzierung. Und in allen Bereichen ist die Landesregierung aktiv.
Wenn wir uns ansehen, was sie in dem Bereich Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure macht, da haben wir den runden Tisch Breitband, den Herr Minister Dün zusammengestellt hat. Da sind auch Vertreter Ihrer Parteien mit dabei, da sind Vertreter der Wirtschaft dabei, da sind Vertreter der Kommunen dabei. Da wurde die MIKO-Studie, aus der Sie zitiert haben, in Auftrag gegeben. Und dort kommen wir regelmäßig zusammen. Für Ende des Monats ist der nächste Termin angesetzt, bei der die Breitbandstrategie der Landesregierung beraten wird. Und da wird Kompetenz von außen, von Industrie und von den Kommunen mit eingeholt. Herr Kollege, gestatten Sie Zwischenfrage von Herrn Oleak? Gerne. Das ist nett von Ihnen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege. Nur so, sollte ich Sie da missverstanden haben, bedeutet das, das Land bietet bereits sozusagen etwas wie das Bürgschaftsmodell an, um den Ausbau im ländlichen Raum zu fördern? Das haben Sie mich absichtlich wahrscheinlich missverstanden, weil davon hatte ich bisher noch gar nicht gesprochen, aber zu dem Punkt wollte ich gleich kommen. So, wir haben den Bereich Breitband-Consulting, Beratung für Kommunen. Wir haben eine Kommunalkonferenz, zu der der Wirtschaftsminister eingeladen hatte. Wir haben die NRW-Bank, die in dem Bereich aktiv ist. Und wir haben mehrfach die Zusage, die Beschlusslage der Landesregierung. Wir haben die Zusage von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Wir haben die Aussage von Herrn Dün. Und Herr Schmelzer hat Ihnen auch mehrfach erklärt, dass die Erlöse aus der digitalen Dividende 2 komplett in den Breitbandausbau investiert werden. Wie diese Mittel festgelegt werden, und da spielen Sie auch in Ihrem Antrag drauf an, Herr Bombis, wird noch zu entscheiden sein. Und da wird genauso zu entscheiden sein, welche Technologien mit gefördert werden. Und natürlich ist der Ausbau von Glasfaserleitungen ein ganz zentraler Bestandteil. Zu dem Punkt EFRE-Mittel hat Ihnen Kollege Schmelzer, ich glaube mittlerweile 10-mal hier vorne, erklärt, dass kleine und mittelständische Unternehmen, Gewerbegebiete dort profitieren und angebunden werden. Und weitere Sachen, die Sie auch wieder in Ihrem Antrag fordern und behaupten, so nicht möglich sind. Wir werden aber natürlich gemeinsam im Ausschuss Ihre beiden Anträge weiter beraten und stimmen der Überweisung natürlich zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vogt. Und nun spricht Herr Kollege Schick für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie in jeder Plenarwoche dürfen wir auch diesmal uns wieder mit dem Thema Breitband beschäftigen. Das mag den ein oder anderen in der Regierungskoalition etwas lästig sein. Ich halte es dagegen für dringend notwendig. Solange die Anzahl der Anträge immer noch höher ist als in vielen Gebieten die Übertragungsrate in Mbit pro Sekunde, solange ist hier jeder Antrag herzlich willkommen. Zumal wir feststellen müssen, und ich komme jetzt zu Ihrem Beispiel, Herr Schmelzer, dass in anderen Bundesländern es mittlerweile deutlich mehr Tempo gibt. Andere Bundesländer ziehen an uns vorbei. Natürlich hat Herr Vogt recht. Noch steht Nordrhein-Westfalen an der Spitze der Flächenbundesländer. Es ist sogar so, Herr Vogt, Sie hantieren mit falschen Zahlen, dass die Ausbaurate sogar noch etwas höher ist. Es waren nicht 64%, sondern etwas mehr als 70%. Aber, ja, Sie haben vorhin 64 gesagt, also von daher wollte ich Sie an der Stelle nur korrigieren. Aber wenn man sich dann die Details anschaut, dann stellt man fest, dass die Städte in Bayern mittlerweile besser angebunden sind als die Städte in Nordrhein-Westfalen. Sagen Sie dann, na ja, aber im Durchschnitt sind Sie doch besser angebunden. Oder sagen Sie dann nicht, wir haben ein Problem, dass mittlerweile in anderen Bundesländern Städte besser angebunden sind, als das hier in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Und es gilt auch mittlerweile für den halbstädtischen Bereich. Auch da sind Hessen und Bayern an Nordrhein-Westfalen vorbeigezogen. Bei mir würden da die Alarmglocken schrillen und ich würde das Ganze nicht schönreden. Denn hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, verschläft Nordrhein-Westfalen Zukunft. Wie dramatisch das Ganze ist, zeigt sich doch bei Gewerbegebieten. Nur 10% der Gewerbegebiete sind an Datenautobahnen angeschlossen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz erschreckender Wert. Ist das die Visitenkarte, Herr Minister Dün, mit denen Sie auf Suche nach neuen ansiedlungswilligen Firmen gehen? Ist das Ihre Vorstellung von innovativer Industrieregion? Ich meine, da muss man andere Prioritäten setzen.
Lassen Sie mich ein wenig zu den Details der Anträge sagen. Die FDP fordert einen Förderfonds von mindestens 500 Millionen Euro. Wir haben etwas Ähnliches im März gefordert. Damals ging es um ein eigenständiges Förderprogramm. Selbstverständlich kann man auch einen Fonds einrichten. Das ist hier nicht die entscheidende Frage. Wichtiger ist, wie die Förderung ausgestaltet wird. Dazu hätte ich mir im FDP-Antrag ein paar mehr Aussagen gewünscht. Deswegen noch einmal das, was wir fordern. Das Förderprogramm muss technologieneutral gestaltet werden. Ansonsten sind die Ausbauziele bis 2018 nicht erreichbar. Es müssen insbesondere Kommunen unterstützt werden, die sich im Nothaushalt befinden. Sie wissen, dass nach den Berechnungen des TÜV Rheinland etwa 40% der Investitionskosten auf gerade einmal 5% der Haushalte entfallen. Also sollte das Programm vor allen Dingen sich auf die Erschließung solcher Haushalte stützen. Außerdem sind Projekte außerhalb dieser Gebietskulisse nur dann zu fördern, wenn solche Ausbauprojekte eine hohe Upload-Rate gewährleisten, da insbesondere gewerbliche Anbieter darauf angewiesen sind. Abschließend noch ein paar Bemerkungen zum Antrag der Piraten. Sie fordern eine Glasfaserstrategie. Bis 2020 sollen 50% der Haushalte und bis 2025% aller Haushalte ans Glasfaserkabel angeschlossen werden. Wir stimmen Ihnen ausdrücklich zu, dass Nordrhein-Westfalen eine derartige Glasfaserstrategie braucht. Aber, das hatte ich gerade schon angesprochen, wir brauchen auch Zwischenschritte, damit wir das Versprechen einlösen können, bis 2018 wirklich flächendeckend schnelle Internetanbindungen bieten zu können. Und das wird bei der Tatenlosigkeit dieser Landesregierung mehr als schwierig. Die katastrophale Anbindung der Gewerbegebiete hatte ich ja gerade schon angesprochen. Schön wäre es deshalb, wenn man ein abgestimmtes Maßnahmenpaket hätte. Jetzt sind für Ende dieses Monats, Anfang nächsten Monats Maßnahmen angekündigt, die man vorschlagen möchte, die am Runden Tisch vorgestellt werden. Es sind dann 2 Jahre vergangen, nachdem das Kabinett beschlossen hat, einen Runden Tisch einzuberufen. Das ist aus meiner Sicht nicht das Tempo, was man beim Internetausbau braucht. Deswegen hilft vielleicht die Beratung im Ausschuss. Wir freuen uns darauf und werden den Antrag überweisen. Vielen Dank, Herr Schick. Und für die Grüne Fraktion spricht Herr Bolte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Schick, Sie haben ja gerade unser Durchhaltevermögen gestern ein bisschen bemängelt. Wir hätten gestern Abend durchaus auch noch länger durchgehalten und bei den regierungstragenden Fraktionen waren auch die Fraktionsspitzen noch bis zum Ende der Plenarsitzung vertreten, nur um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich habe ein bisschen nachgedacht, wie haben wir in der letzten Zeit, es ist ja tatsächlich ein Thema, was uns schon länger beschäftigt, wie haben wir in der letzten Zeit über Breitbandpolitik debattiert, hier in diesem Hohen Haus. Das hat sich doch verändert. Am Anfang hat die Opposition von uns immer Bekenntnisse gefordert, dass Breitband wichtig ist. Das war schon immer Konsens. Sie haben das dann trotzdem beantragt. Dann haben sie uns vorgeworfen, wir hätten unrealistische Ziele. Wohlgemerkt, wir als Land haben uns dem Ziel der Bundesregierung angeschlossen. Sie wollten das Land schlecht reden und Fakten stören dabei nur. So, und jetzt zeichnet sich ab, dass diese Ziele eben nicht unrealistisch sind, wenn alle Ebenen endlich gemeinsam sich dieser Aufgabe stellen, eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur herzustellen und diese dann auch gemeinsam angehen. Und dann kommt der typische Oppositionsreflex. Dann ist nicht mehr die Erreichung der Ziele das Problem, dann erklärt man einfach die Ziele für doof. Tja, so, selbstverständlich, lieber Kollege Masching, selbstverständlich sind Glasfasernetze leistungsfähiger als die Übergangstechnologien, die wir kennen. Das ist völlig klar. Diejenigen, die sich mit der Thematik nicht so intensiv beschäftigt haben im Vorfeld, wissen das spätestens seit der MIKUS-Studie. So, aber zu einer Strategie für das ganze Land gehört doch auch, dass man in bestimmten Situationen auch die richtige Lösung finden muss. Wir können heute nicht absehen,
Wann genau sich ein flächendeckender Bedarf an Glasfaser eingestellt haben wird, aber dass es ihn geben wird, da bin ich sicher. Wir dürfen aber, glaube ich, an dieser Stelle einen Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht die beiden Ziele, den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft zu gestalten, dagegen ausspielen, dass wir auch einen Übergang brauchen. Breitbandversorgung ist schon heute eine soziale, ökonomische und demografische Überlebensfrage, gerade für Kommunen, gerade für Betriebe im ländlichen Raum. Diese Frage stellt sich an vielen Orten. Und da können wir doch nicht hingehen und sagen, habt Geduld, bis wir unsere bei Ihnen auf 10 Jahre angelegte Glasfaserstrategie umgesetzt haben und dann wird alles gut. Nein, da muss man doch natürlich sich hinstellen und gemeinsam den Übergang gestalten, sonst verlieren wir da ganze Regionen. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Wir müssen vernünftige Übergänge definieren und die Entwicklung vorantreiben. Genau das passiert gerade. Genau dafür wird gerade eine Strategie entwickelt und das ist auch vernünftig. Dass man natürlich in einem liberalisierten Markt beachten muss, dass die Hauptlast immer noch bei den Anbietern liegt, das ist völlig klar. Wir setzen als Land kluge Impulse, auch das haben wir Ihnen jetzt mehrfach erklärt. Wir haben Mittel aus EFRE, wir haben Mittel aus GAW-RWP, wir haben Mittel aus GAK-ELA, wir haben das Kommunalinvestitionsfördergesetz und, wenn der Bund dann endlich die Voraussetzungen geschaffen hat, auch Mittel aus der digitalen Dividende. Daraus werden wir Impulse setzen, daraus werden wir die Entwicklung selbstverständlich vorantreiben. Aber klar ist auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir vernünftige Bedingungen für den Breitbandausbau brauchen. Eine nachhaltige Netzerneuerung, wie das die MIKUS-Studie vorschlägt, ist eben nur dann möglich. Auch das haben wir jetzt hier mehrfach an dieser Stelle besprochen. Auch das ist nur dann möglich, wenn wir über die Kostensenkungsrichtlinie gute Bedingungen für die Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen haben. Da brauchen wir endlich einen funktionstüchtigen Regulierungsrahmen. Der Ausbau darf nicht aufgrund, und da gebe ich Ihnen ausdrücklich recht, Kollege Marsching, der Ausbau darf nicht aufgrund loser Versprechungen eines einzelnen Anbieters zu einer Remonopolisierung führen. Und genau da ist die Strategie des Bundes, gerade da ist die Strategie von Herrn Dobrindt eben falsch angelegt, gerade jetzt Stichwort Vectoring im Nahbereich. So, und nicht zuletzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen sie, meine immer wieder wiederholte Forderung, dass es endlich auch eine angemessene Beteiligung des Bundes geben muss, und zwar außerhalb von Sondereffekten, außerhalb der bestehenden Strukturfonds. Der Bund muss sich fair und auskömmlich an der Generationenaufgabe Breitbandausbau beteiligen. Ich fand es gut, Herr Kollege Bombis, dass Sie das in Ihrem Antrag auch in dieser Deutlichkeit mal aufgegriffen haben. Die Strategie wird am runden Tisch mitgestaltet. Dazu ist schon einiges gesagt worden. Und ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Und ich freue mich auf die Debatte, wie wir diesen Weg gemeinsam weitergehen können. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Bolte. Und die Landesregierung hat das Wort und wird vertreten durch Herrn Minister Dün. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei diesem Thema ist es schon besonders auffällig und ich glaube, ich will ihn nicht falsch zitieren und wieder in Schwierigkeiten bringen, aber ich glaube, es war der Kollege Wüst im letzten Wirtschaftsausschuss, der gesagt hat, eigentlich kann man dieses Thema relativ ideologiefrei diskutieren. Denn in den Zielsetzungen, ich komme gleich nochmal auf feine Unterschiede, zu den Piraten insbesondere, in den Zielsetzungen sind sich ja vom Grundsatz her erst einmal alle einig. Und je nach, ich habe es gerade hier schon einmal über die Bank gesagt, je nach politischer Konstellation würde Herr Schick im Bundestag am heutigen Tage eine andere Rede zu genau diesem Thema halten. Und Herr Bolte würde auch eine etwas andere Rede zu genau diesem Thema halten, weil eben politische Konstellationen ein bisschen anders sind. Denn eines ist auch völlig klar, wir können uns hier jetzt die Zahlen, die in der FAZ veröffentlicht worden sind, die die Telekom veröffentlicht wird, die der Breitbandanlass hängen, können wir uns alle gegenseitig um die Ohren hauen, wer wie gut oder wie schlecht ist und bei wem mehr oder weniger Dynamik ist. Wir müssen mal ganz nüchtern feststellen, dass wir gemeinsam in den letzten 10 Jahren, mal so als groben Zeitraum, in Deutschland gemeinsam nicht das getan haben, weder in den einzelnen Bundesländern noch als Bundesrepublik Deutschland insgesamt, was eigentlich notwendig gewesen wäre, mit Blick auf das Thema NGE-Netze, mit Blick auf das Thema High-Speed-Internet. Und jetzt geht es darum,
Diese Entwicklung, die in Deutschland nicht so stattgefunden hat wie in anderen Ländern, auf der Welt, aber auch in benachbarten europäischen Ländern, mit möglichst großen Schritten nachzuholen. Und dafür, darauf haben einige Redner, wie Herr Vogt auch schon hingewiesen und Herr Bolte, haben wir die richtigen Instrumente bereitgestellt. Wenn man sich die jetzt hier vorliegenden Anträge anguckt, ist das eine, nämlich das, was die FDP vorschlägt, schon ziemlich abenteuerlich. Der alte Hut vom EFRE, aber auch da noch mal zu dem, was im Kern jetzt möglich ist. Die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die ist aus diesem Topf möglich. Das heißt, selbst wenn wir diesen Vorschlag umsetzen würden, wären wir mit dem Anschluss von Privathaushalten keinen Schritt weiter, weil das dazu gar nicht möglich wäre. Und zu sagen, das Land soll seinen Anteil aus der digitalen Dividende 2 zu 100% dafür einsetzen, das habe ich in dem Moment, wo diese Entscheidung getroffen worden ist, rauf und runter hier zum wiederholten Male schon erklärt. Wir werden 1:1 die Mittel der digitalen Dividende 2 für den Breitbandausbau einsetzen. Und dass Sie dann in den von Ihnen vorgeschlagenen Fonds noch mal zusätzliche Bundesmittel mit hineinpflegen, das ist auch eine nette Idee. Aber wir werden es mit Sicherheit so nicht realisieren können. Also insofern ist das wirklich überhaupt nicht umzusetzen, was Sie da vorgeschlagen haben, führt uns also nicht weiter. Was die Piraten vorschlagen, ist zum Teil meines Erachtens durchaus diskussionswürdig, aber eben auch nicht das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen jetzt möglichst schnell. Wir gehen davon aus, dass das in diesem Monat alles geklärt werden kann. Klarheit darüber, wie Herr Dobrindt gedenkt, sowohl die Mittel aus der digitalen Dividende 2 als auch die ihm zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel zu verwenden. Wir haben in der nächsten Woche eine Runde auf der Staatssekretärsebene der Bundesländer mit dem Bund, um da die Feinheiten zu klären. Stichwort Scoring-Modell. Wer ist Antragsteller? Wie hoch ist eine Maximalförderung? Was wird eigentlich konkret gefördert? Spielen dabei so eine Idee aus dem Bundesverkehrsministerium topografische Gegebenheiten eine Rolle? Wenn ich einen bayerischen Minister höre, der von topografischen Gegebenheiten als Voraussetzung für Förderung spricht, werde ich skeptisch. Also darüber ist dann mit denen noch im Detail zu verhandeln. Und dann werden wir Ende des Monats, die Vorarbeiten sind dazu geleistet, ein darauf abgestimmtes Konzept dem Runden Tisch vorlegen als Landesregierung, um dann hier wirklich Dynamik hineinzubekommen. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Herr Minister, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Bayer von den Piraten zulassen? Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Minister. Wenn Sie über die Verwendung der Mittel Digitale Dividende 2 und den anderen halt an insgesamt 2,7 Milliarden beraten, wäre es ja sehr wichtig, da genau diese Dinge, die wir auch vorgeschlagen haben, mit einzubringen und darauf zu achten, dass es eben nicht kurzfristige Sachen sind, die man halt da mal eben umsetzt, weil man zu lange geschlafen hat und dann halt sozusagen den Anbietern das Geld einfach gibt, damit sie das tun, was sie sowieso tun. Deshalb eine sehr wichtige Frage in dem Zusammenhang ist, es gibt immer wieder das Problem, dass das Kriterium, dass es 2018 fertig ist, die Ausbaupläne stört, auch solche Pläne stört wie Leerrohrverlegung, weil viele Dinge, die richtig gemacht werden, eben nicht unbedingt 2018 fertig sind. Werden Sie darauf achten, dass dieses Kriterium nicht über allen steht, 2018 fertig? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unser Versprechen, was auf der Bundesebene geleistet worden ist, wie auch auf der Landesebene, das Land flächendeckend mit 50 Mbit zu versorgen, einhalten müssen. Ich werde nirgendwohin, oder wer auch immer dann Verantwortung trägt im Jahre 2018, von welcher Partei, weiß ich heute alles nicht. Aber Sie können niemandem dem in den Rucksack geben, dass er 2018 in bestimmte Landesteile fahren muss und zu sagen, wir haben zwar damals erzählt, eigentlich wollten wir für euch auch 50 Mbit 2018, aber vertraut uns, 2023 kriegt ihr noch viel schnelleres Internet. Diese Botschaft wird nicht funktionieren, sondern es muss 2018, es ist auch von den Zwischenschritten und technologischen Lösungen gesprochen worden, es muss 2018 flächendeckend 50 Mbit geben und davon überhaupt gar nicht berührt, ist meines Erachtens eben die langfristige Strategie, die Sie ja auch mit im Blick haben. Und deswegen komme ich, das soll die Antwort gewesen sein, noch mal kurz auf in der mir, glaube ich, noch zur Verfügung stehenden Zeit, auf ein paar konkrete Punkte aus Ihrem Antrag gerne zu sprechen, weil ich finde, die Frage, ist der Glasfaserausbau ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, ist eine
sehr, sehr grundsätzliche Frage, die uns aber auch jetzt nicht hilft bei der Gestaltung von Förderprogrammen. Weil dann müssen wir nämlich, habt ihr es an anderer Stelle hier schon mal erwähnt, darüber reden, ob wir Anschluss- und Benutzungszwang wollen. Wenn Sie das nämlich vergleichen mit Gas und Strom und Wasser, dann sind wir hier in einer ganz anderen Kategorie, über die wir da sprechen. Und das finde ich, das ist eine längere Debatte, die wir darüber führen müssen. Das ist aber nichts, was uns jetzt hilft, die kurzfristigen Ziele zu erreichen. Dann der Teil, dass wir langfristige Darlehen und Bürgschaften haben sollen. Die langfristigen Darlehen gibt es auch schon durch die NRW-Bank. Und über das Thema Bürgschaft in der Tat werden wir dann noch mal reden müssen, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Juncker-Plan, der genau dafür eben auch die passenden Instrumente liefert. Und dann sagen Sie, letzter Punkt, den ich gerne aufgreifen will, wir bräuchten die Erstellung eines Landesnetzplans. Da will ich Ihnen ausdrücklich widersprechen, weil alle meine Gespräche vor Ort sagen eins, was wir brauchen, ist nicht ein Landesplan, sondern ist die Unterstützung der Kommunen in den Regionen bei der Erstellung von lokalen Netzausbauplänen. Und das wollen wir auch mit Hilfe der uns zur Verfügung stehenden Mittel gewährleisten. Denn dort vor Ort, die Bürgermeister, die Fachleute in den Verwaltungen vor Ort, die müssen sagen, wo sie was haben wollen, um das dann ausschreiben zu können. Und da kommen dann auch unsere Fördermittel zum Einsatz. Ich glaube, das ist eine wesentlich bessere Strategie, die Akteure vor Ort zu unterstützen, als jetzt kompliziert einen Landesnetzplan zu entwerfen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Erstens über die Überweisung des Antrags der Fraktion der FDP in Drucksache 9596. Der Ältestenrat empfiehlt, wie beantragt, die Überweisung dieses Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk federführend, an den Ausschuss für Kultur und Medien sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wie üblich soll die abschließende Abstimmung im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist dafür? Danke sehr. Ist jemand dagegen? Oder gibt es Enthaltungen? Das ist jeweils nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Auch der Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 9591, soll überwiesen werden. Darüber stimmen wir jetzt ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk federführend, an den Ausschuss für Kultur und Medien sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist auch für diese Überweisung? Danke sehr. Gegenstimmen, Enthaltung sehe ich nicht, ebenfalls einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich schließe Tagesordnungspunkt 3 und rufe auf Tagesordnungspunkt 4. Antrag